So, liebe Leute, da sind wir wieder zurück hier bei Railroads Online und Live-Chat hatte eine ganz tolle Idee gehabt und zwar, wir sollen ein Seifenkistenrennen machen mit Wagen. Wir haben das mal ein bisschen gepimpt. Wir haben jetzt gesagt, jeder kriegt zwei Wagen, die beladen sind. Einer von denen wiegt 9,6 Tonnen und das Ziel ist es, von der Eisenerzmine runterzukommen zu der Holzbrücke. Und zwar, ich zeige es euch mal hier in dem Tool, bis hierhin erstmal. Wenn das nicht geht, ansonsten bis dahin, weil da ist es flach, ist die Frage, ob man überhaupt in die Kurve kommt. Aber das wäre eigentlich so das Ziel, da runter. Die ganze Strecke. Das ist die steilste Strecke. Und je nachdem, wer schneller unten ist, der hat gewonnen. Wenn wir denn überhaupt nach unten kommen. Und jetzt müssen wir die erstmal hier nach oben bringen. Ich stelle mich wieder ganz hinten auf. Ja. Wenn wir nach unten kommen, du sagst. Ja. Keiner von uns hat das vorher getestet. Also, ob wir das überhaupt gebremst kriegen, wird spannend. Das auf alle Fälle. Die Challenge ist ja, man darf ja nicht so viel bremsen. Weil wenn du stehst, hast du dann automatisch verloren. Hm. Das ist die Frage, wie schnell fährst du? Bist du schon mal in echt einen Seifenkistenwagen gefahren? Nein, hatte ich aber immer mal vor, tatsächlich. Bin nur nie wirklich dazu gekommen, das zu machen. Nein, ich auch nie. Also Trinksessen ja, aber fahren nicht. Ich habe mir auf YouTube die Videos angeschaut, wie sich die Leute dabei wehtun. Hm. Ja gut, ich habe das mal live mit erlebt. Wie sich da einer wehgetan hat. Es war ein paar Dörfer weiter, da haben sie ein Seifenkistenrennen gemacht. Und zwar mit den mit den Jugendlichen, mit den Kindern. Und naja, einer hatte halt ein bisschen die Kontrolle über seine Seifenkiste verloren. Das einzige, was du nur noch gesehen hast, der ist nach rechts über einen Strohballen drüber und dann hast du es nur noch scheppern hören. Also ihm selber ist nichts passiert. Alles gut ausgegangen, aber war trotzdem nicht so schön. Ja, die Seifenkiste war natürlich hinüber. Ja, ich denke, bei so einem Sport musst du einfach damit rechnen, dass du da ein bisschen weh tust. Hm. Ja, irgendwo überall kannst du dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise verletzen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gefragt. Ist eigentlich der Ton soweit in Ordnung? Ich gebe mal schon, das hat sich noch keiner beschwert. Was ich auch noch viel krasser finde, das sind diese Longboards, wo sie diese Bergstrecke runterfahren. Ich meine, da ist ja noch viel weniger Schutz. Oh Gott, hör auf. Also nee, das wäre nichts für mich. Das reicht schon, wenn ich mit dem Motorrad einen Unfall habe. Ja, musst du mal bremsen hier. Also vorne die Kurve ist gemein. Schon. Nicht, dass du in Gleis noch bevor das Rennen überhaupt angefangen hat. Ja gut, hier auf der Brücke wäre das dezent uncool. Ein bisschen. Geht's ein paar Meter nach unten. Ich mal von der Schule aus. War mal ein Projekt in der Schule. Also okay. Habt ihr die auch selber bauen müssen? Also das würde mich jetzt auch interessieren, ob die mal selber gebaut werden mussten. Das dürfte also ich nicht selber schon bauen. Da wäre schon der Start das Problem, dass ich auf den Fleck komme. Also Leute, das ist hier das Ziel. Das angedachte Ziel. Dass wir es hier bis auf die Brücke schaffen. Wie das Kartentool heißt, das nennt sich Railroads Online Extended. Kann man sich kostenlos herunterladen und man hat eben hier die Karte, kann die Weichen umlegen, man kann auch die Loks kontrollieren. Könnte jetzt fies sein, dann könnten Chris seine Lok kontrollieren. Das müsst ihr sogar sehen, wenn ich das mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal den Regulator auf 50 mache. Ja. Scheiße, nur noch auf 50. Ich stelle jetzt aber trotzdem wieder hoch auf 100, weil hier geht es doch gut nach oben. Wir brauchen die Geschwindigkeit.
Also eine Challenge wird diese große Kurve da oben sein, weil die weitestgehend flach ist. Da muss man also recht schnell reinfahren. Hier geht es dann nochmal steil runter, da gut bremsen. Ich würde sagen, die genaue Ziellinie ist die Weiche bei der Holzbrücke. Ja, wurden in Gruppen angeteilt und jede Gruppe hatte eine... Was? Ein Budget zum Bauen. Ah. So ein cooles Schulprojekt hätte ich auch gerne mal gehabt. Ja, wir hatten eigentlich auch so einen Handwerkskurs, aber das war irgendwie nie ein Thema. Und diese Stelle hier, die wird nachher mies mit den Wagen. Ja, also da wäre die Gefahr also groß, dass du anhaltst. Also hier brauchst du schon mal gut Tempo. Allerdings auch wieder nicht zu viel, weil sonst entgleist du. Ah, ich bin schon aufgeregt. Ich würde fast sagen, ich fahre als erstes runter. Aus dem Grund, dass ich mich dann zu dir hoch teleportieren kann und dann auch bei dir die Zeit messen kann und das filmen kann. Hm? Krass. 20 Tonnen in Freibewegung. Also die Animation für den Zylinder heben, ich glaube, die haben sie auch bearbeitet, kann das sein? Wüsste ich jetzt gar nicht. Aber sieht sexy aus. Mhm. Ah, jetzt komme ich da nicht mehr rauf. So ein Shit. Nicht quälterisch? Ja, es wird davor noch gleich viel schlimmer. Da musst du vermutlich mit Schwung rauf. Ja. Also nach der Brücke. Sexy Zylinder. Ja. Ja. Oh, vielen lieben Dank. 101 Gamer ist jetzt mit im Rudel dabei. Na, schaffst du es? Es sind ja nur 4 Wagen. Ich hoffe es jetzt gerade. Oha, Schmerzgrenze. Oh oh. Oh, nicht verhungern, nicht verhungern, komm, bitte nicht. Bitte nicht. Oh shit. Muss ich aber da oben auch ein Holzdepot? Da weiß ich schon, nein, dass 4 Wagen sehr grenzwertig sind. Komm, du schaffst es. Bewegt sich noch, bewegt sich noch. Komm. Mach, 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 mach. Bisschen low, bisschen low, bisschen low. Keine Chance. Hi. Nee, nee, echt jetzt. Oh fuck. Und wir zurückrollen. Fuck. Warte, ich leg die Handbremse an. Ja. Scheiße. Ah. Okay. Ja. Wir kommen nicht mehr hier rauf. Mit 4 Wagen. Okay. Weißt du was? Ich tu mich mal schnell teleportieren und hol mal eine Lok.
Okay. So ein Shit. Habe ich die Lok? Ja, die steht hier. Heute regnet es Followers. Yo. Nein, ich stehe fest. Nein! Okay, ich bin draußen. Nehmen wir mal die Brutus. Okay. Ja, also wir versuchen die jetzt tatsächlich zu schieben. So nachzuschieben. Während wir auf Bravura warten. Fragen zum Thema Railroads Online oder zum Thema Eisenbahnen im Allgemeinen sind gerne willkommen. Ja, shit, die Lok ist einmal komplett kalt. Was ist denn mit der Nummer 3? Die ist besser. Okay, dann mache ich mal ganz kurz cheaten hier. Schnapp mir die Dreier hier. Er gepaart schon wieder. Jetzt kam noch Holz. Jetzt ist aber hier die Weiche falsch. So. Dann tun wir mal Chris retten. Auf die andere Lok macht jetzt keinen Abflug. Sollte es eigentlich nicht. Nein, ich habe hier eine Lok, die hat überhaupt keinen Druck mehr. Die steht jetzt gerade frei. Immer diese Cheater. Ja, ich weiß. Ich wollte es mal kurz schnell machen, damit man hier raufkommt. Da müssen wir dringend Holz nachladen, die ist fast unten. Ja. Ausgerechnet die Lok, was wir wegtun wollten, rettet uns. Deutsche Bahndampflok. Das sieht aber echt geil aus. Was macht man, wenn der Zug einen Platten hat? Wenn der Zug einen Platten hat? Platten kenne ich jetzt nicht. Ich kenne höchstens Flachstellen. Ja, ich glaube, das kommt das Gleiche drauf hin. Ja, okay. Es kommt aus Gleiche drauf hin. Wenn ihr Züge hört, gerade Güterzüge, da ist das gang und gäbe. Die fahren an euch vorbei und ihr hört immer dieses Bam, 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 Bam. Das ist eine Flachstelle. Bei den Güterzügen meistens schleift sie sich von alleine wieder raus, eben durch die Klötze, die direkt auf die Radflächen, auf die Laufflächen drauf wirken. Bei anderen Zügen, die jetzt Scheibenbremsen haben zum Beispiel, da müssten die Radsitze dann abgedreht werden. Also die kommen dann in eine Metallfräse rein und ja, dann wird das wieder beigefräst. Tja, bin da. Seh dich noch nicht? Nee, ich bin direkt vor dir. Da, vorne bist du. Hab ich gesehen. Ich hab gerade nach hinten geguckt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, schön vorsichtig. Ja, das sieht gut aus. Jo. Okay, dann gehe ich doch mal voll in die Eisen. Entschuldigung. Kannst du die Handbremsen überall lösen? Ja, wie viele hast du angezogen? Oh. Schon ein paar. Ah, kann man sich bezüglich den Platten schleifen. Ja, also einerseits kannst du hier einen reinmachen und vielleicht auch wieder rausfahren. Ja, das geht tatsächlich, dass du dir deine Flachstelle reinfährst.
Das ist zum Beispiel gerade jetzt in der Jahreszeit, wo die Schienen etwas rutschiger sind. Da blockieren die die Radsätze beim Bremsen. Ist dasselbe Prinzip wie beim Auto, wenn es glatt ist. Die durch das Bremsen blockieren die Räder. Komm ich hier nicht mehr hoch. So. Alles gelöst. Also dann, ja, warte. So, auf dem letzten gelöst. Moment, zwei muss ich noch überprüfen. So, der ist los. Und der ist auch. So. Also wie gesagt, das Reinfahren in Flachstelle, Flachstelle in den Radsatz, das ist nicht das große Problem. Ja, so, ich mache jetzt meinen Regler auf Vollschub, bevor ich die Bremse löse. Ja, passt, bin auch bereit. Und, gut. Und Bremse los. Geht doch. Ja, es geht. Und wie gesagt, wenn die Radsätze blockieren, durch diese Reibung von Metall auf Metall, das reibt sich schön an den Radsätzen ab, an den Schienen natürlich selber auch, und dann hast du diese Flachstellen da drin. Bei vielen Triebfahrzeugen, also hier bei Loks, da gibt es mittlerweile einen Gleitschutz. Funktioniert ähnlich wie die Antriebsschlupfriegelung beim Auto, beziehungsweise das ABS, das Antiblockiersystem. Ja, das ist ja de facto das Gleiche. Ich glaube, funktioniert auch nach dem gleichen Prinzip mit der Scheibe. Ja. Ist ja. Gleitschutz. Wie gesagt, nur diese Gleitschutzregelung bei uns. Ja doch, im Grunde wirklich ist ein und dasselbe nachher. Nur, du hast halt nur einen Sensor. Der ist wirklich. So, ich würde sagen, bleiben wir dann zustehen, dass die Wagen da ein bisschen abschüssig sind. Und die zwei Loks halten es jetzt einfach. So, werden wir langsamer. Ja, ich hab Regler auf 0. Okay, dann bleiben wir hier mal stehen. Und bremsen. Okay. Dann hätten wir das. So. Ich hoffe, das reicht hier. Dann werde ich mal meine zwei Wagen kurz prüfen. Weil ja gerade Bremse am Licht ist. Aber ich hoffe, ich falle hier auch nicht runter. Okay. Also. Bei meinen Beinen lege ich auch gerade die Bremse an. Also warte oben, ne? Bis ich wieder bei dir bin. Ja. Und dass ich bei dir stoppen kann. Jetzt hole ich mir mein Handy. So, du bist. Stoppuhr. Du hast deine Bremsen angelegt? Na, sind nicht angelegt. Sobald du mich entkuppelst, starte ich einen Timer. Okay. Ich würde sagen auf 3. Bist du soweit? Okay. 1, 2, 3. Und du bist frei? Da passiert gar nichts. Bist du sicher, dass du los bist? Ja. Bin ich? ist schon mal ein guter Start. Ansonsten machen wir es so, du gibst mal einen kleinen Schubs mit der Lok. Warte. Aber das ist jetzt interessant. Das ist jetzt sehr. Ich brauch einfach nur einen ganz kleinen Schubs, dann soll es losgehen. Ja. Dann machen wir es jetzt ein bisschen anders. Moment. Das. Oder weißt du was?
Wir fahren mit dem Ganzen rauf und dann gibst du mir quasi ein bisschen einen Schubs und ab der Weiche. Scheiße. Ab der Weiche gehst einfach voll in die Eisen. Da sind jetzt beide weg. Mhm. So. Lol, warum hat es jetzt bewegt? Was? Kannst du da mal die Weiche, die Kupplung hier lösen? Welche? Ja, die zweite. Also mit zwei Wagen runtergehe, weil jetzt hat es gerade bewegt. Okay. Du bist soweit? Ja. 3, 2, 1, Feuer. Da passiert nichts. Das ist traurig. Warte. Dad, vielen Dank für den Follow. Okay, ja, dann machen wir es so. Wir gehen mit der Lok einfach ein bisschen Handschutzhilfe da. Also ziehen wir mal das komplett rauf. Ja. So. Okay, anhalten. Weil ich mir die drei abkoppeln. Also, pass auf. Der Plan ist jetzt der, dass ich da meine Kupplung löse. Und dann schubst du mich an, bis ich mit meinen zwei Wagen da mit der letzten Weiche bin und bleibst da sofort stehen. Okay. Und so wie ich bei der Weiche da bin, stoppe ich die Zeit. Okay, gut. Dann gebe ich dir einen kräftigen Stoß und dann soll das gehen. Ja. Gut. Wenn du soweit bist. Los. Ja, bin soweit. Gut. So. Und. Also warte mal, haben wir jetzt. Er doch dir mal entkoppelt, ja. Gut, so. Mach einfach. Und. Und die Zeit läuft ab jetzt. Das wird jetzt spannend. Schön weiterrollen. Ich verfolge das jetzt mal über den Livestream, wie das so aussieht. Das für mein Gefühl bin ich gerade ein bisschen zu langsam. Komm, schneller. Nicht stehen bleiben. Komm schon. Du schaffst es. Oh nee. Nicht, dass es zu langsam hier ist. Ja. Komm. Ich muss spätestens da hinten wieder raufkommen. Oh fuck. Also in Gleisen ist noch kein Thema. Hoffentlich kriege ich jetzt noch genügend Schwung. Ja, wird schneller. So ein tolles Rennen. Ja, es geht gerade los. So. Was? Nein, warum bin ich jetzt? Na! Oh. Gott, dann machen wir es halt von hier, ist auch egal. Was hast du jetzt gemacht? Ja, irgendwie bin ich klippt. Mhm. Aber ich glaube, ich schaff's hier den Berg nicht hoch. Doch, das kann klappen. Ich traue mich da gerade nicht hochzuspringen.
Komm, 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 komm. Ja! Okay. Werde ich mal ein bisschen bremsen. Und dann lassen wir mal wieder los. Bremsen. Oh, 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 oh. Ein bisschen arg schnell jetzt. Oh, fuck. Ja, sehr gut. Das, ah, die zieht dann ganz schön heftig. Und ich sehe so wenig. Mann. Wir hätten das mit einem Kabusen machen sollen. Na komm, weiter, 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 weiter. Ich sehe nix. Weil ich könnte mal den hier machen. Ah. Oh, nicht, dass das jetzt zu viel gewesen ist. Komm, komm, komm. Oh shit. Das war vielleicht zu viel gebremst. Bisschen anschubsen. Verrecke, du Ass. Also die beiden Wagen, nicht du selber. Ich mach das mal so. Yes, das wäre mal geschafft. Und jetzt wieder Schwung aufbauen da. War nicht zu viel. So wie die zittern, habe ich echt Schiss, dass die rausgehen. Und jetzt werde ich mal durchgehend rollen lassen. Ja. Ach, da geht sogar ein bisschen nach oben hier. Hm. Zweimal sogar. Ja. Ja, ich habe das vorher schon gedacht, dass die Kurve vielleicht gar nicht geht. Oh ja, das ist schon Schrittgeschwindigkeit hier. Mit zu Fuß noch schneller. Vielleicht kann ich das ausnutzen und gerade nach vorne gehen. Ah, ich bin oben. Oder so. Oh ne, ich glaube, wir bleiben hier stehen. Komm, schneller. Ich hab mir das spannender vorgestellt, beziehungsweise schneller vor allem. Komm, langsamer. Nein, langsamer. Nicht langsamer. Schneller, komm, 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 komm. Oh, ich glaube, das sieht ganz schlecht aus. Das war's. Okay. Und du stehst. Halt. Bleib stehen, bleib stehen. Oh, bleib jetzt stehen. Okay, ja, ich werde jetzt mal nicht hier... Stopp, das waren jetzt 6 Minuten 30 und ungefähr bis hierhin bin ich gekommen. Ich mach da mal so das Ding hier hin. Ich baue mir hier kurz Gleise hin, damit ich die Wagen von der Strecke runterbringe. Damit du freie Fahrt hast. Mhm. Auf Gleisen. Ihr da. Na komm. So, dann. Okay. Dann komme ich jetzt mal zu dir. Wo bist du denn? Teleport hier.
Wunderbar. Deine Wagen sind bereit? Ja. Warte, eine Handbremse habe ich hier noch, die muss ich lösen. Gut. Ja, entkoppelt hast du ja auch schon, sehr gut. Am Tender ist, glaube ich, die Handbremse angezogen, guck mal. Ja, ich hab's gerade gelöst. Okay, dann zweite Runde mit dem Chris. Mal schauen, ob er es schafft. Oder ob er weiterkommt generell. Auf drei. Eins, gut. Zwei, drei. Los geht's. So, gut. Und ich rolle. Ja, ich komme jetzt natürlich nicht zu dir hin. Kann ich vielleicht irgendwie... Na, ich kann mich nicht zu dir hin teleportieren. Okay. Auf, du verlangsamst mich nur. Ich könnte aber mit der Lok hinterherfahren. Wir müssen die Wagen ja eh wieder aufbringen. Das ist jetzt dann so quasi die, das Beobachtungsfahrzeug. Das wird echt langsamer hier. Man könnte vermutlich die Strecke nehmen von der einen großen Kreuzung, wo es runtergeht zum Schmelzhütte. Da geht es durchgehend nach unten. Was die mit der gemeinen Brücke da? Hm. Jo. Komm. Du schaffst es nicht. Schon nehme ich wieder Fahrt auf. Oh, sie zittern wie sonst was, aber... Ja, bei mir auch. Okay, die scheinen das aber ganz gut zu verkraften. Also ich habe bislang noch nicht ein einziges Mal gebremst. Hoffen wir mal, das kann ich so durchziehen. Gefährliche Strategie. Also ich muss halt auch gucken, an welchen Stellen ich dann bremse. Wenn gebremst wird. Hast du es mir sagen mal dein Gleis, damit ich das aufnehmen kann? Ja. Was war das denn jetzt? Es ist was bei dir eben auch passiert ist, ne? Sehe ich auch nicht. Bist du schnell. Nein! Ah, scheiß drauf. Fahren wir ohne Tender. Du hast den Tender verloren? Ja. Fuck. Ah, so ein Shit. Toll. Komm. Oh Mann, ey. Chris fährt mit Vollgas runter, hat kein Problem und ich verliere meinen Tender. Gut, ich habe jetzt hier wahrscheinlich den Vorteil, dass die Wagen genügend Gewicht auf die Schienen bringen. Du siehst hier echt nichts. Jetzt geht's wieder nach unten. Ja, aber trotzdem, man sieht halt gerade nicht, wo die Strecke hingeht. Okay. Ich
Ich komm nicht. Das sieht so wild aus, oh Mann. Nur nicht entgleisen. Ihr dürft alles machen, ihr dürft nur nicht entgleisen. Also die 103er findet das auch schon mal nicht so geil mit dem Speed hier. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh ja, das. Ja, da wird's jetzt gemein, weil da geht's nach oben. Ja. Lang roll ich gut. Lang roll ich sehr gut. Ich sehe deine Wagen. Also wenn du es übers Kreuz schaffst, dann hast du schon mal da gewonnen, dass du weiterkommen bist. Das wird sogar klappen. Ansonsten ist die Zeit. Komm, komm. Das ist Kreuz. Das ist Kreuz. Oh, das sieht auch bei dir nicht gut aus. Aber rein von der Rundenzeit her bist du schneller, und zwar um 30 Sekunden schneller. Yes. Ja, und Kreuz, ich bin einfach auf, ja, Höhe Kreuz. Kannst du dir mal angucken. Ist nur, ja. Ja, das passt. Ja, bis 30 Sekunden schneller gewesen. Bis hierhin. Yes! Chris hat gewonnen. Nice. Alter, schwer. Das ist eine geile Disziplin. Ich hätte irgendwie Lust, das nochmals zu machen, aber auf einer anderen Strecke. Wollen wir machen? Was hält uns auf? Ja, ich überlege gerade, welche Strecke. Ich meine, die bei der Kohlemine, der am Anfang wird gehen. Aber ich glaube, das schafft man nicht über die Steigung, was da drin ist. Ansonsten könnte man wirklich mal den Weg machen vom Sägewerk runter zur Schmelzhütte. Da geht es durchgehend nach unten. Da müsste man jetzt aber wieder... Also das allererstes Mal unseren Tender wiederholen und dann mal wieder retour fahren. Ja. Wie viel Holz hast du denn noch drin? Sollte noch reichen, dass wir bis zum Tender kommen. Okay. Ah ja. Willst du mitfahren? Ja, warte. So, und ich bin drauf. Alles klar. Und was meint der Chat? Zu dem Ganzen, nee. Meine Strecke vielleicht nicht ganz so ideal. Aber trotzdem witzig. Auf alle Fälle, vor allem. Alter Schwede, du hast richtig diesen Nervenkitzel. Scheiße, bleiben jetzt die Wagen auf den Schienen drauf? Entgleise ich vielleicht? Verhungere ich? Ich meine jetzt, wenn wir das jetzt zur Schmelzhütte runter machen, dann haben wir ja diese Brücke mit dem Knick. Da haut sie entweder raus oder bleibst da stehen. Die gibt es ja auch noch, das habe ich ja komplett vergessen. So bin ich mit der Dampflok auch noch nicht gefahren. Also länger zumindest. Oh Mann, so ein Chaos, ey. So, komm doch, fahr schneller. Lok sagt nein. Also ich hoffe, der Tender ist jetzt nicht ganz runter ins Tal. Das wäre doof.
wäre ein bisschen sehr doof, aber gut. Stecken wir dann so in der Form auch nicht drin. So, da vorne habe ich ihn dann verloren gehabt. Ah, da ist er ja. War nicht weit weg. Sieht aber dezent falsch aus, wie er da liegt. Wie denn? Sind nicht. Oh. Oh. Kannst ja, das ist richtig so. Okay. Wir haben den Tender zerstört. Ich werde den gerade mal spawnen. Kannst du gerade sofort die Handbremse anlegen? Weil der macht sonst einen Abflug. Ja. Na. Ach, komm schon. Achso, nein, warte mal, das ist falsch hier. Und Retour. Ich komm zu dir. Stange ist drin. So, warte. Stange ist drin. So. Langsamer. Zwei. Einen noch. Bom, 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 bom. Noch ein Stück. Stopp. Gut. Ich übergebe dir die Lok wieder. Da ist nichts passiert. Der ist im besten Zustand. Jo, sehr gut. Aber Holz könnte ich mal nachfüllen. Als allererstes. Das machen wir mal. Ich weiß immer noch nicht, für was das weiße Licht ist. Geh zu ihr, komm. Ah, oh, Spiel! Ja, dann bleib halt offen, ist mir egal. Ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt kaputt? Was? Weil der Zug einfach, also die Lok einfach losfährt. Ja! Erschreck mich nicht so. Also da kannst du auch gerne wieder fahren. Man könnte auch mal so eine eigene Rennstrecke hier basteln, den Berg runter. Nur für das. Mhm. Mit so gemeinen Kurven und so. Oh ja. Das war mal ein Bauprojekt. Ich glaube, da würde ich fast eine eigene Map dafür machen. Ja, wäre glaube ich besser. Das würde in Chaos ausarten, das weiß ich jetzt schon, aber. Man kann ja richtig krasse Sachen mit den Schienen hier bauen, die alles andere als realistisch sind, aber spaßig. Das auf jeden Fall. Mit dem Ziel dann irgendwie so eine Abschussrampe, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ins Tal rein donnerst oder so. Lokweitsprung. Wer schaut's weiter, ja? Oh verdammt, das wäre auch wieder eine blöde Idee. Lok weit werfen. Bisschen bescheuert sind wir auch, ne? Na, ganz normal.
schon die Wagen. Deine Kupplung ist vorbereitet. Du kannst gerade direkt ranfahren. Was ist los? Fuck. Warum ist der eine Wagen jetzt gerade gerollt? Der hier rollt gar nichts. Hä? Also bei mir ist gerade ein Wagen gerollt und der rollt jetzt gerade wieder zurück auf den anderen drauf. Also bei mir stehen beide. Das ist eigentlich okay. Alle vier. Komm einfach zu mir. Du musst keine Angst haben, du schaffst es. Weiter, 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 weiter. Und stopp. So, dann haben wir jetzt die noch hier mit drauf. Das ist sehr komisch, ganz ehrlich. Ja, also vor allem die Physik. Oh, sehr gut. Der rollt von alleine. Und der letzte noch. Na, das war jetzt ein bisschen zu dicht dran. Komm, lass mich das reinmachen. Jetzt hänge ich wieder fest. Jo, passt. Wir sind abfahrbereit. Gut, warte. So, Steuerung nach vorne, Bremse gelöst. Was? Na, andere Richtung. Ach stimmt. Ah, wir wollen den ja noch verstehen. Entschuldigung. So. Ja, und für YouTube gibt es jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Für Twitch eine Musikpause. Wir werden das mal ganz kurz vorbereiten. Und dann sind wir gleich wieder da. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir auch wieder da. Bei der zweiten Seifenkisten-Rally mit Wagone. Wir haben es jetzt so gesagt, dass der erste Wagen nicht beladen ist, damit man einfach ein bisschen mehr sieht. Und ich werde mit Chris jetzt mitfahren, einfach nur, damit ihr das sehen könnt. Und die Lok da hinten werde ich fernsteuern. Und zwar werde ich jetzt so lange Schub geben, bis wir da vorne beim Anfang der Kurve sind und dann schmeiße ich die Bremsen rein. Heißt, am Anfang hört sich kein Ton vom Spiel, weil ich da in dem Tool drin bin. Aber danach solltet ihr dann wieder was hören können. Chris, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann hole ich mir jetzt die Controls. Ich glaube, ich mache auf einem anderen Bildschirm, dann sieht es jetzt besser. 3, 2, 1, voller Schub. Oh, das wird schnell. Und ich halte die Bremse rein. Sehr gut. Bleibst du stehen? Oh, das... Sehr gut. Zeit läuft. Jetzt mal ein bisschen schneller vorgestellt. Oder hast du schon mal bremst? Nee, habe ich noch nicht. Bei dem ist die Bremse ja los. So. Ja. Gut. Ja, okay. Lass mal einfach mal so. Mal schauen, wie das wird. Bonuspunkt, wenn du neben dem Holzdepot stehen bleibst. Ja.
Also wenn ich genug Schwung habe, sollte das auch klappen. Jetzt wird's kritisch. Schauen, ob du das da schaffst. Also weiter, weiter. Ah, ah, nicht schlecht. Aus. Sieht stabil aus. Könnte wieder was werden. Hast du jetzt einmal bremst überhaupt? Nein. Alter Scholli. Alter Verwalter. Ich glaube, die Strecke ist einfach zu einfach für dich. Ja, komm, noch bin ich nicht am Ziel, also. Warte mal, wo muss ich denn? Da. Ja, dann einfach punktgenau anhalten. Ja, wir müssen uns eine eigene Strecke mal basteln. Für solche Rennen. Mhm. Aber dann noch bitte mit Wagenweitsprung. Und wie so eine Skischanze. Ja, wir brauchen doch nur was mit viel gemeineren Kurven. Die sind viel zu weit. Was werden. Echt was werden, hallo. Sieht leider gut aus für dich. Jetzt muss ich gerade. Wo ist denn? Scheiße, ist doch. Ist das hier vorne schon? Ja. Ist. Au. Ah! Nein! Nein, scheiße. Das hast du verpockt. Ja, gut. Bisschen zu spät. Bleibst du hier stoppen stehen? Wir mal da stehen. Und das sind 3 Minuten 50. Und leider kein extra Punkt. Ja. Okay. Okay. Jetzt kann ich einen Punkt kriegen, indem ich schneller bin und hier schön sauber anhalte. Ich werde mich jetzt mal nach da oben teleportieren. Was ist denn? Was ist denn? Da ist es. Teleport hier. So schnell kann ich oben sein. It's magic. Das wird jetzt spannend. Jetzt muss ich erstmal hier das wieder zurücksetzen. Und hoffen, dass mir die Wagen dabei nicht abhanden kommen. Ja, das wäre. Das wäre nicht so gut. Also wenn ich hier nachher ein paar Wagen einfach an mir vorbeirauschen sehe, dann weiß ich, was passiert ist. Bleib stehen! Oh. So, ein bisschen nach vorne noch. Okay, das sollte passen. Dann werden wir hier den ersten Wagen ebenfalls entschladen. Das arme Holz, ey. Okay, ah, ich hab's diesmal vorne. Sehr gut. Handbremsen checken, sind alle gelöst. Dann müssen wir hier die Kupplung lösen. Ich mach keinen Abflug jetzt. Danke. Okay, dann werde ich jetzt auf dem anderen Monitor wieder die Lok starten. Los geht's. Okay.
Flank halten. Und nach unten geht's. Au, fängt schon wieder zum Zittern an. Ja gut, das war bei mir eben auch, dass die ein bisschen zu zittern angefangen haben. Du hast nicht einmal gebremst. Ich habe nicht ein einziges Mal gebremst. Was suche ich auch mal. Ich will es mir das schwieriger machen mit 4 oder 5 Wagen. Jo. Okay, ich sehe schon mal runter. Jetzt kommt die Brücke des Todes. Brücke des Todes? Ja, in der Vergangenheit hatte ich da so meine Probleme mit der Brücke da. Aha. Und ich trabe mich jetzt einfach mal und bremse hier nicht. Hab's überlebt? Der einfachste Abschnitt hier. Bist denn du? Seh dich gar nicht. Nur unten beim Holzdepot. Ich gucke gerade schon auf die Holzbrücke, die hier direkt neben dran ist. Tu mir die Wagen auf irgendein anderes Gleis umsetzen. Ich hab's ganz vergessen. Ah, da oben bist du. Jetzt sehe ich dich. Moin. Ich hab deine Lieferung. Voll in Eco-Mode, ohne Lokomotive. Ah, also ich jetzt bin ich nicht. So easy. Okay, jetzt wird's spannend. Warte schon. Und die Zielgerade. Ah. Da kommt was angerollt. Mein Sehen. Servus. Muss nicht verkacken. Oh, jetzt wird es eine Haltverfehlung oder wird es keine? Scheiße. Ah, komm, sehr gut. Nein! Und stopp! Okay. Okay. Mit der Zeit habe ich länger gebraucht. 4 Minuten 4. Aber dafür habe ich einen Punkt fürs Entladen. Ja, gut. Okay, ja, das wäre dann Gleichstand. Nein, nicht ganz. Du hast ja einen Punkt für die Zeit gekriegt. Na, dann bist du doch in Führung. 2-2-1. Ja. Ach ja, at least I tried. Coole Sache. Ich hab das einmal gemacht. So. Weißt du, gerade mal speichern? Ja, und liebe Leute, ich würde sagen, für heute soll es das auch gewesen sein. Wir haben Seifenkisten reingemacht und sonstigen Quatsch. Haben die Beta der Betas probiert und ja, mal schauen, was wir als nächstes machen. Eventuell baue ich mal so eine eigene Strecke jetzt für unser Seifenkisten-Derby hier.
Und ja, mal gucken. Hoffe, euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.